Willkommen zu einer neuen Folge Gaming Nerd Twins. Letztes Mal haben wir die vier Hauptlevel im Polarland durchgespielt und jetzt steht das Eisrennen an, wie ich es nenne. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wir hatten ein paar Probleme den anderen Nutzer mit den Rennen. Und einmal haben wir es auch mit den kleinen Controllern, die wir bei Super Mario Party benutzt haben, versucht. Und wir haben einen Zweispieler-Modus nicht gespielt, aber ich hatte den linken Controller und Vincent den rechten und ich habe halt diesen Dings dort gesteuert und hat nicht so gut geklappt. Dann haben wir es nochmal alleine probiert. Ich hol dir doch die Mütze. Ja, aber wir sollen jetzt nicht zu geil sein, also wir endlich loslegen. Es wird nur noch ein Athlet, damit wir das Rennen starten können. Ja. Sollte mal jemand im Warteraum nachsehen, ob er. Okay. Dann wird er tot aufgefunden von uns. Das ist gar nicht witzig. Ja, weiß ich. Ja, hier ist nichts außer ein paar lila Coins. Ja, hier hinter dieser Eiswand waren doch lila Coins. Oder? Irgendwo hinter einer Eiswand. Oder war das weiter hinten? Vielleicht muss man hier weitergehen. Achso, ja. Ah, ja, stimmt. Ich finde es so cool, wie das Schnee herunterfällt. Der hat Angst. Soll ich jetzt mit dem sprechen? Oh. Der sieht so süß aus. Nein, ich will nicht. Die anderen sind alle Vollprofis. Da habe ich nicht. Wieso gewährst du dich dann? Wenn nur jemand an meiner Stelle antreten würde, dann wäre ich aus dem Schneider. Wieso bewirbt er sich dann, wenn er nicht antreten würde? Oder wären sie etwa dazu gezwungen, teilzunehmen? Das ist ja wirklich wie bei Bowsers Hochzeit. Da werden die ja gezwungen, mitzukommen. Okay, Challenge. Alle Münzen einsammeln. Ja, endlich. Das haben wir nie geschafft. Okay, jetzt sprechen wir mal mit dem hier. Ich finde, er könnte sich schon rasieren. Athletältesten. Zuckerguss-Torte-Opa. Die Zuckerguss-Torte wurde gestohlen. Dafür gibt es den Gewinner einen Multimodus-Preis. Als ob sie damit umgehen könnten. Für uns ist der Multimond wirklich wichtig. Für die doch nicht. Ja. Das können wir schon ein bisschen, dieses Rennen. Ja. Wir haben das ja schon mehrmals gespielt, also dieses Spiel. Zum ersten Mal haben wir das völlig schlecht gemacht. Da haben wir mehrere Tage dafür gebraucht. So ungefähr 10 Versuche. Oder vielleicht 11 oder 12. Ich glaube mehr als 12. Schlosser Grand Prix. Schneeflockenpiste Klasse A. Und es wird auch mehrere Schlotter Grand Prix geben. Und ja, wir haben halt den anderen. Komm, gewinn! Nicht alle. What? Ich bin überraschend gut. Ja, war ich das nicht? War ich das nie? Irgendwo. Ja, das gewinnt. Oh, stimmt. Nein! Ich hasse diese Sterne dort. Okay, zweite Runde. Es läuft gut. Sehr gut. Ich glaube, das ist meine beste Runde. Nein! Boah, ich dachte, vor allem Schnee. Ja? Beste Runde. Was Mario Kart? Ja, so wie Mario Kart. Nur, dass man nein fährt. Oh, das war schlecht. Sondern springt und rollt. Nein!
nein. Bitte nicht die am Runde Ende. War schlecht. Bitte nicht am Ende. Die Runde war schlecht. Stell dir vor, wir werden gleich. Runde war die zweite. Stell dir vor, wir werden ganz am Ende überholt von der Server. Richtig, die Runde. Ja. Also wir haben es schon beim ersten Versuch gut gemacht. Ja, und dann. Yes. Der Multimond muss man sich nicht erkämpfen, man kriegt ihn einfach als Preis. Hihihi. Ja. Es stellt sich heraus, dass es Mario war. Der Betrüger. Keiner der Athleten hat den Multimond bekommen. Cool. Ich finde es so cool, dass man die anderen Athleten, diese flauschigen. Flauschigen? Ja, also diese weiß, ich weiß nicht, wie man die nennt. Kann man das in der Anleitung sehen? Und ja, da ist auch noch ein Porträt. Oh mein Gott. Sind das nicht die Pinguine aus Mario 64? Doch, schon. Also wir haben Super. Ja, da oben. Ich wollte Super 3D Oysters sagen, aber ja, wir haben Super Mario 3D Oysters. Warte mal. Kommt man, also ich mag Super Mario Sunshine ist schon. Ich kann es versuchen. Ja, oh nee, das klappt niemals. Wenn er nur klettern könnte. What? Nein! Das schafft er nicht! Wir haben ja nicht mal ein Leben verloren. Und die Kälte kümmert ihn gar nichts. Achso, ja, warte mal, das Strohmann. Und die Challenge machen wir mal. Ja, unbedingt die falsche Seite. Bitte. Was? Komm schon. Und. Ja, okay. Glück habe ich den. Habe ich den Polarsprung. Was? Okay. Später wird ja auch ein Cappy auftauchen, der will einfach einen Cheap sehen. Mal gibt es diesen Mond bisher noch nicht. Okay, warten wir mal. Das war der falsche. Suchen wir den Samen. Nein, stirb jetzt nicht. Nein. Ja. Schnell vorher wäre dort gestorben. Ja. Dem Mondstück hasse ich. Ach komm! Geh doch hoch. Oder? Nein! Ich war doch. Ja, genau. Das. Jetzt haben wir auch die geklärt. Ach so. Okay. Ein Challenge ohne Cappy. Ein Timer-Challenge und wir kennen diesen Bonusraum und auch den geheimen Mond. Ja, Bonusraum. Bonusraum? Keine Ahnung, wie man das nennt. Da kriegt man doch keine Münzen oder so oder irgend so Puzzleteils. Wann ist Donkey Kong Country Tropical Freeze rausgekommen? Bei der Switch 2018, glaube ich. Und dann auf der Wii U 2014. Wir werden von ihm verletzt. Aber nie. Ja, nein! Das wollte ich gar nicht. Nein! Was zur Hölle? Ach so! Nein, sterb noch nicht! Er kam gerade aus dem kalten Wasser. Ja. Da würde ich. Ja, bitte. Ein Herz. Ja. Okay. Da würde man bestimmt mit Cappy hochkommen, aber leider ist es eine ohne Cappy Challenge. Ist so wie in Mario Sunshine. Da gibt es solche Levels ohne Dreck weg. Hm? Da ist kein Mond. Also du kennst den. Oh Gott! Was? Das ist kennst den Secret Mond. Nicht mehr so ganz. Oh, ich hasse solche ohne Cappy Level. Ja, dann bitte.
kommt dort kein Herz raus. Und ja, hier ist es. Ja. Hier oben. Hier kann man hoch. Ich glaube, den haben wir auch, als wir es noch nicht gefilmt haben, zufällig entdeckt, oder? Ja, nein, wir hatten so eine Idee. So, vielleicht könnten wir darauf. Haben wir gemacht. Ausprobiert. Okay, jetzt. Aber, komm, geh runter. Nein, stopp nicht. Oh. Das ist ja knapp. Ja. Wie er aussieht, wenn er so dampft. Bin ich cool. Was, Cappy ist sofort wieder bei uns? Offenbar schon. Holen wir uns die Mondstücke. Ich sehe keinen. Was sind denn? Was sind denn Mondstücke? Das ist wie eine Windbombe. Nur, dass man nicht so weit kommt wie mit einer Windbombe. Haben wir jemals eine Windbombe benutzt? Nein. Wir haben Zebra for Too White eigentlich auch nur von unserem Freund ausgeliehen. Wir sind aber nie der Coins. Ja, ausgeliehen bekommen. Ruhig ich gleich. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Komm schon. Ja. Okay, ich glaube, das haben wir noch nie so schnell hingekriegt. Okay, ich habe es einmal schneller hingekriegt, glaube ich. Nee, doch nicht. Ich glaube, das soll das schnellste passieren. Ich habe dort die lila Coins. Achso, und dort braucht man auch wieder so ein Puste-Dings. Wir sterben über Captain Toad, oder? Nein, er ist, glaube ich, hinter irgendeinem Dings. So, da ist der Mundstück. Oh, in Mario Maker 2, da sterben wir so ganz oft immer kurz vom Ziel. Ja. Oh. Machen. Wollte das noch lesen, aber egal. Ich glaube, den Mond haben wir auch gekriegt. Ja. Gut, angeln können wir nicht. In diesem Spiel nicht. Und im echten Leben auch nicht. Ich glaube, wir haben auch noch nie geangelt, oder? Nein. Ja, wo ist der jetzt hin? Hallo? Fischi? Hä? Hm? Sind wir blind? Ich wohne da nicht. Oder ist er wirklich nicht da? Müssen wir das jetzt reinschneiden oder kommt er von alleine? Wo ist er? Ich gehe mal von der Kita raus. Was ist der? Ja, weiter im Text. Ja. Ja, hier, jetzt. Den Mond haben wir schon mal gekriegt. Ja, komm. Aber, ja, hat schon sehr lange gedauert. Oh Gott, nicht dein Ernst. Was ist das Schild denn da mit der... Ja. ...schneller rauskommt. Und besser. Sieht man ihn? Man muss das schütteln. Ach komm, ey. Das kann nicht sein. Und jetzt ist er weg, oder was? Wir verschwenden Zeit. Was machen wir denn nochmal? Captain Toad? Ja. War doch hier Kaiptan. Toad. Ja. Ich glaube, wir haben Captain Toad. Was? Ja. Keine Notenjagd? Ja, ein Notenjagd ist ja auch immer mit einem Violinschlüssel dort. So, ja, stimmt. Ja, ist gut gelaufen. Anders als bei den anderen Malen. Komm schon, Cappy, komm zu mir. Anderen Malen. Komm schon. Cappy, ja. Ja. Okay, neue Münze. Bring mich wieder an Land. Komm schon, ist Captain tot. Tot. Captain tot. Ich hab schon Cappy. Wo ist Cappy gesagt? Ah, da. Da hinten. Ah, dort. Bei der Schneeschicht.
dann wollen wir sehr weit entfernt von ihnen. Und wir haben den Checkpoint nicht aktiviert. Und die Challenge haben wir nicht gemacht. Warte, wandert um. Nee. Die Pinguine sahen so aus wie Lila Coins. Gut, wir machen dann in der nächsten Folge hier weiter und machen diese Koopa Challenge. Wir reisen dann, glaube ich, in der nächsten Folge ab. Tschüss, bis zur nächsten Folge Super Mario Odyssey oder Gaming No Twins, falls wir irgend so ein Special machen. Tschüss, bis zur nächsten Folge.